Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Fran Bo. Ja, wir haben im letzten Part die beiden Schwestern hier kennengelernt. Und wir haben Mr. Midnight gefunden. Oben auf dem Dachboden eingesperrt. Und zwei Babys, die zusammengenäht waren. Aber ja, vor allem haben wir, wie gesagt, die Schwestern kennengelernt. Und die haben uns gesagt, sie würden Mr. Midnight befreien, sobald wir ihnen bei einem Zaubertrank geholfen haben, mit dem sie diesen Jungen, diesen Engel irgendwie wieder beschwören können, um ihm zu zeigen, dass er sie wieder zu zwei verschiedenen Menschen machen möchte. Also die Zwillinge sind ja eine Person gewesen. Die möchten wieder zwei Menschen werden. Und dafür haben wir auch gleich so ein Rezept bekommen, hier mit Herzen eines Frosches, Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze, Pentagramm aus Asche und verkohlte Leiche eines Fuchses. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal, denn sie meinten, wenn wir uns nicht, wenn wir ihnen nicht helfen, dann würden die uns wehtun. Hallo. Er schon wieder, aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist er? Also ich würde mal behaupten, dass der ganz nett ist. Weil ich meine, er hat uns ja auch geholfen, aus der Klinik zu fliehen. Aber man weiß ja nie. So, Wasser brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Das können wir schon mal füllen. Wasser, Wasser im Topf, fertig zum Kochen. Sehr gut, machen wir das aus, das nervt uns ein bisschen. Guck mal, da haben wir einen Frosch. Ein rostiges altes Fahrrad, mitten auf einer Insel. Ich glaube, damit hätte ich, käme ich nicht weit. Um das Haus herum ist nichts als Wasser. Hey du. Achso. Hey du. Ja, wer spricht da? Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue dem Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie von Zauberern zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht, um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. Das ist schrecklich. Darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in dem Zimmer, in einem der Zimmer gesehen? Nun, du könntest sagen, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ. Ich gebe mein Bestes. Und Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will hier wirklich weg. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Eine lange hölzerne Platte. Planke. Ich könnte damit etwas anfangen. Ich weiß auch schon genau was. Mondlicht auf dem Wasser. Du bist so wunderschön und ruhig. Ich habe immer das Gefühl, dass der Mond mir folgt. Ob das Mondlicht genauso wirkt wie das Sonnenlicht? Rosa Rosen. Au, ich habe mich in den Finger gepiepst, böse Rosen. Gut, wollen wir mal gucken, ob ich irgendwie... Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Zweifler? Ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben steht. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Ich habe Papier, ja, aber welche Wahrheit? Na du? Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Ich werde es versuchen. Ist hier vielleicht irgendwie ein dritter Zwilling gewesen oder so?
Weil sie sieht ja den beiden Mädchen auch sehr ähnlich. Und wenn sie jetzt meinte, meine Schwester möchte mich fangen. Was bin ich hier? Ach, okay. Gut. Wir gehen erstmal in die Pillenwelt. Denn das Brett können wir jetzt hier gut oben benutzen. Das Plazenta ist immer noch so ekelhaft. So. Hoffen wir, dass das reicht. Sehr gut. Nehmen wir dieses Stück Holz. Und einen mit dem Küchenmesser. Ich habe das Salz zerschnitten. Wunderbar. Und wieder runter. Sehr gut. Ey! Wow. Ah, das hat gebrannt. Warum? Das ist doch kein Feuer. Ich kann die Flasche nicht anfassen. Das brennt. Vielleicht ist sie verhext, dass sie niemand anfasst. Ja gut. Ja, hat ja jetzt nicht so viel gebracht. Haben die vielleicht irgendwo Ofenhandschuhe oder so? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wir brauchen Krötenherz, oder? Oder Froscherz, ja gut, ich glaube, das ist relativ egal in der Hinsicht. Okay. Ich wollte das nur mal aussetzen. So, Pentagramm müssen wir auch aus Asche machen. Ich würde mal behaupten, dass das hier hin muss. Sehr gut. Wow, das hat super geklappt. Super gemacht, Fran. Also, sehr gut gemacht, Fran. Okay, packen wir es an. Ich werde mein Kätzchen wiederfinden. Ich hoffe, dass das klappt. Es sollte klappen. Sie sind böse. Eine Kerze stelle ich hier in die andere da drüben. Aber hier habe ich ein bisschen Angst. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber wenn ich es nicht tue, wird Mr. Midnight niemals frei sein. Ich muss den Schlüssel von den Mädchen kriegen. Schönes Feuer, die Kerzen brennen. Gut. Das haben wir schon mal. Herz eines Frosches, Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze. Pentagramm aus Arsch und die verkohlte Leiche eines Fuchses. Nein, Quatsch. Das packe ich mir hier drauf. Achso. Vergessen, das Feuer anzumachen. Achso, okay. Ist zu windig. Mensch. So, Feuer. Topf. Muss ich noch ein bisschen würzen. Salz und Pfeffer gehört überall rein. Herz eines Frosches, Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze. Warte, Haar und Blut, das müsste ja eigentlich Mr. Midnight. Ach, diese Mädchen sind im Dachboden verschlossen. Aber wie? Super. Wie bekomme ich jetzt Haar und Blut einer schwarzen Katze her? Die sind ja witzig. Hallo Eule. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen.
Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Aber wo könnte ihr Kopf sein? Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Schade. Kann ich das Brett wieder mitnehmen? Ne, okay. Okay. Komm mal eben. Okay. Ich meine, ne? Ist jung. Hätte ja sein können. Was ist das denn hier? Seltsame Samen. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. Ja. Wow, das ist wirklich eine schöne blaue Rose. Eine magische blaue Rose. Sie wuchs aus dem Wasser. Aber was bringt die uns? Also da haben wir das Bild auch von dieser blauen Rose. Aber was heißt das? Warte. Vielleicht. Okay. Verkohlte Leiche eines Fuchses. Der ist halt auch oben. Wie komme ich nach oben? Moment. Was ist, wenn ich hier einfach nach oben klettere? Und dann hier switche. Schade. Hätte ja sein können. Ich meine, als wir oben standen und in die andere Welt reingeswitcht sind, sind wir ja runtergefallen. Deswegen dachte ich jetzt, okay, vielleicht, aber nee. Was machen wir mit der Rose? Ich habe einige Sachen, aber ich weiß noch nicht, wie ich die alle zusammensetzen soll. Quatsch hier. Eine magische blaue Rose, sie wuchs aus dem Wasser. Wie ich mit einer Rose anfangen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Brett vom Kopf. Ich weiß, dass du eine Gabe hast, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen.
Woher weißt du das? Ich bin eine sprechende Kröte. Ist das normal? Ich denke nicht. Aber du kannst mit mir sprechen. Das macht dich etwas Besonderem, logisch. Ja, du hast recht. Aber was ist mit den Sachen, die ich sehe? Hast du alles gesehen? Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Mal sehen, was ich finden kann. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Gut, wir haben Papier, theoretisch können wir es ja drauf schreiben, aber was ist denn die Wahrheit? Das ist die große Frage. Ich gehe mal nach drinnen an die Schreibmaschine. Können wir schreiben, über was? Ja, das ist die Frage. Eine gemalte Rose. Hätte dann können. Ah, guck mal. Eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Na, das hört sich doch gut an. Sehr gut. Oh, ich habe das Papier. Das ist so aufregend. Die wahre Seele erkennen. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. Kämpfe dich mit deiner Seele durch das Leben. Und du wirst den Sinn dieser Taten verstehen. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden. Und du wirst nie das Gesicht der Wahrheit erblicken. Um eine unreine Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man das Blut dessen, der das Ritual durchführt, 5 schwarze Kerzen, Asche, um ein Pentagramm zu formen, eine blau blühende Mondlichtrose, Salz und Pfeffer, Haar der Person, die verzaubert werden soll. Da brauchten wir also die Blume für. Man zeichne ein Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechtsecks. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke des Pentagramms. Man fülle einen Kessel mit Wasser und füge die anderen Elemente hinzu. Aufkochen, über die Person gießen, die man verzaubern möchte, und folgende Worte wiederholen, während man um das Pentagramm herumgeht. Bonte ik ekran o ir bekma o ibure nam ibure. Ik bonte ir ekran o ir bekman. Hoffmen mon dime gof mir ir burge ek itos ir nemi bomek bu imburmen. Isneu. Aha. Gut. Dann haben wir doch theoretisch schon mal, was wir da hinschreiben können. Oder? Was meinst du, Fran? Sehr gut. Sechstens Haar von deinem Kopf. Perfekt. So, das heißt, die... Fran, hier sind Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun, lerne schneller. Dann sag Bescheid, wenn du fertig bist. Da dürfte wahrscheinlich der Fuchs drin sein. Psst, ich glaube, du brauchst Hilfe, um diese Tasche loszuwerden. Ich kann das. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht, vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss die Tasche verschwinden.
Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Okay, danke. So. Mach's gut, blaue Rose. Ab in den Topf. Salz und Pfeffer in die magische Suppe. So, was brauchen wir noch? Salz und Pfeffer, 800 Gramm, 5 schwarze Kerzen. Blut dessen, der das Ritual durchführt. Aua. Das sieht schmerzhaft aus. Aua, das hat weh, aber jetzt habe ich mein Blut. Und hier ist mein Blut. Das schmeckt gut. Tralala. Jetzt brauchen wir nur noch das Haar von den beiden. Wir warten auf dich, Fran. Ja. Hört mal zu, es fehlt etwas. Ich konnte ein Haar nicht in der Tasche finden. Haar, sagst du? Man braucht kein Haar. Das wissen wir. Aber schaut selbst. Hier steht es im Rezept. Das stimmt. Wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Hier, jetzt bereite dich vor. Gut, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Gut, das Ritual werden wir aber erst im nächsten Part durchführen. Und bis dahin würde ich erst einmal sagen, bis zum weiteren Part von Flambeau. Und bis dahin, ciao.